74. Viermal, zuletzt auch in Barcelona, sogar fünfmal Miami, darf ich nicht vergessen. Also von daher, das ist schon sehr, sehr ähnlich, was die beiden Damen dort jetzt für sich im Einzel abgeliefert haben auf der Tour. Was sie dann hier heute unter ganz anderen Voraussetzungen abliefern müssen. Für das letzte Spiel werden wir hier nochmal die Zahlen sehen aus den ersten drei Einzeln. Petkovic mit der blütenweißen Weste, zwei Einzel, beide glatt gewonnen. Manik mit der Niederlage gegen Versailles und dann kommen Görges Parmentier. Gerne mit einem Zweisatzerfolg für die 21-Jährige. Die Bilanz hat in diesem Jahr von 5-9 und die Gegnerin von 9-10. Aber da sind die Spiele interessanterweise, was ich nicht verstehe, aus der Qualifikation mit eingerechnet worden. Liest sich dann besser, ist aber im Endeffekt gar nicht besser gespielt, weil Görges stets hautfett gespielt hat und nicht in die Quali musste. Doch einmal zu Beginn des Jahres in Sydney hat sie dort die erste Runde Qualifikation verloren. Und ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erwähnt. Also eine erste Runde zu verlieren, das liest sich immer sehr negativ. Um das dann aber einzusortieren und zu relativieren, wie ich gerne mit Iwen dann unter anderem eine Görges in der ersten Runde mal verloren hat. Auckland erste Runde, eine Janina Wickmeier, Belgien, spielt gerade auch Playoff, gestern das zweite Einzel gewonnen. Muss ich mal nachgucken, was erste oder zweite, und da hat nicht Inner gespielt, sondern gegen Geisters. Wickmeier war zweite, genau, gegen Kanepi und Geisters gegen Arni. Belgien führte also da gegen Estland mit 2-0, also da verlierst du gegen Wickmeier. Dann Melbourne, zweite Runde. Erstmal Erfolg, da steht dann eine Caroline Wozniacki. Das ist schwierig. Indian Wells, zweite Runde, Wickmeier. Also, sie hat dann auch die Spiele verloren gegen Konkurrentinnen, die deutlich besser in der Weltrangliste stehen. Und von daher, denke ich, relativiert sich das immer noch wieder, als wenn glatt die Zahlen dahergegeben werden. Meinerseits erste Runde raus, zweite Runde raus. Die beiden haben gegeneinander gespielt, 2007. Ich denke, das können wir getrost vergessen. Auf einem Hardcourt-Belag, dort gab es einen Dreisatzerfolg für Parmentier. Da war die 183 in der Welt und Julia Görges die 445. Aber wie gesagt, das war 2007. Wir sind 2010, das ist also 3 Jahre her oder fast 3 Jahre. Das Turnier in England des Jahres gespielt. Von daher, ich denke, das können wir vergessen. Das werden auch beide nicht im Kopf haben. Und das werden sie auch ausblenden. Auch das, angesprochen von auf Tatjana Malek, die schlechten Ergebnisse oder weniger guten Ergebnisse auf der Tour. Das ist hier heute alles nicht relevant. Hier auf dem Punkt da sein, für das Land, die Leistung abrufen. Darauf kommt es an. Auf ihn wird es ankommen in den strittigen Entscheidungen. Ich hoffe, es wird wenige geben. Versailles hat sich in der ersten Begegnung bei Alison Lang schon, ich glaube, einmal sehr, sehr heftig beschwert. Ich weiß nicht, ob es der Vogel war. Das so seitlich von hinten gesehen. Wenn ja, sicherlich keine gute Geste, sollte sie unterlassen. Eine Spielerin ihres Formats mit 23 und eben der Nummer 21 in der Welt. Görges kommt sehr schnell von der Grundlinie daher. Auf beiden Seiten, vor und wie Rückhand, hat sich hier heute eingeschlagen mit Tatjana Malek, die sollte dann ein bisschen die Parmentier imitieren. Wenn Sie hier die deutsche Ecke sehen mit dem Doc, Ulf Becker. Zurück zu dem Einspiel mit Barrois. Die hat dann viel Topswing gespielt, nicht zu hoch, sondern so einen Winkel, der Rittner gefiel, damit Görges ein Gefühl für diese Bälle bekommt. Denn sie ist da gefragt, auf diese Bälle zu gehen, Druck zu machen. Zudem muss der Aufschlag funktionieren. Da wurde heute Vormittag nochmal viel Wert drauf gelegt. Bin gespannt, wie sie das einfach vom Kopf angehen wird. Ob sie diese Entspannung haben kann, das zu genießen, eine 2-1-Führung im Rücken zu haben. Was deutlich einfacher ist, als bei 1-2 hier aufzulaufen. Und bei Parmentier, ich weiß gar nicht, wer es gestern gesagt hat. Doch, Dirk Dier hat es gesagt. Also der Co-Kapitän im Team von Barbara Rittner. Er hätte die Parmentier lange nicht so gut gesehen. Also sie hat sicherlich nicht schlecht gespielt gegen Andrea Petkovic, war aber letztendlich dann auch chancenlos. Nur im Vergleich zu dem, was sie im Training spielt und gezeigt hat hier in der Woche, war das ein Abfall um 50%. Also auch sie kennen das, Training und Spiel sind eben zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und von daher schwierig in der Einordnung dieser beiden Spielerinnen. Der Vorteil sollte bei Görges liegen, bei der Spielerin von Barbara Rittner, die eben heute Geburtstag hat. Und das Team hat uns verraten, wenn es hier 3-1 stehen sollte, dann wird hier ein Ständchen auf dem Platz angestimmt. Mit allen Zuschauern.
Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert und ob sie da bleibt oder ob sie flüchtet. Für ihn steht auch sehr viel auf dem Spiel, ist im zweiten Jahr der neue Fed Cup-Chef. Nicolas Escudé, ein Top-Einzelspieler gewesen, hatte viele, viele Probleme mit der Schulter. Und das war letztendlich auch der Grund, warum er seine Karriere hat nicht fortsetzen können. 4 Turniersiege, 3 davon in der Halle, 2-mal Rotterdam, 1-mal Toulouse. Einmal noch draußen, 2 Doppelturniere gewonnen. Einer, der einen unfassbaren Tat hat, sehr beweglich, toll auf der Rückhand, auch eingesprungen. Einer, der immer das Potenzial gehabt hat, viele große Turniere zu gewinnen. Aber er hat viele Runden toll gespielt. Und wenn es darauf ankam, im Halbfinale oder auch im Viertelfinale bei Slams, dann hat er die Leistung nicht abrufen können. Ein ganz sympathischer Zeitgenosse, zudem tiefenentspannt. So, genug der Worte in der Vorrede, in der Vorstellung auf dieses Spiel. Görges gegen Parmentier. Letztes Einzel, Relegation in Frankfurt im Tennis. Club Palmengarten, Parmentier gegen Görges. Die Französin eröffnet. Stärke der 21-Jährigen, diese kompromisslosen Grundschläge, da muss das Timing wirklich stimmen. Welche Chance, Görges. Ein guter Beginn für Pauline Parmentier. Das wird sie sicherlich gleich mal wieder daran erinnern, wie es das gestern gelaufen ist in ihrem Match gegen Petkovic. Aber was habe ich zu Beginn gesagt bei der Begegnung von Petkovic, die ja auch abgab 0-0. Es ist zu Beginn einer Begegnung. Da ist also noch verdammt viel Zeit, das alles zu korrigieren und eben vielleicht auch manchmal das richtige Hallo wach jetzt hineinzufinden in dieses Spiel. Für die 21-Jährige möglicherweise eine gute Beruhigung für die nervliche Beleuchtung.
Aufschlag. Garas für Deutschland. Das ist dann die andere Seite. Auch hier dieses gewaltige Überpacen von Julia Görges. Feldtyp geöffnet. Da braucht sie gar nicht so heftig nachgehen. Breakchancen Parmentier. Beide haben die Stärken auf der Vorhandseite. Görges mit einem zusätzlichen Plus. Sie hat die Möglichkeit, diese Punkte wegzumachen. Das hat Parmentier so nicht, weil sie dann deutlich mehr Topspin spielt. Im Vergleich zu Görges, den Ball dann weniger Spin mitgibt. Im Nachteil. Chance Nummer 3.
sehr, sehr mutig. Auf solche hohen Bälle. Hier sehen wir diesen Topspin, da Druck zu machen, den runterzuwischen. Im Aufstieg. Ganz schwierig. Aber sehr gut gelöst. Dreimal den Breakball gegen sich gehabt und dennoch den Aufschlag gehalten. Auch das ein kleines Mosaiksteinchen für die 21-Jährige, gut in die Begegnung zu kommen. 2-0 bestätigt also das Break. Zehn Minuten absolviert. Sehr gut, dass sie auch gleich zu Beginn der Spiels wieder da ist, denn viele Zuschauer waren hier rausgegangen nach der ersten Partie. Die kommen so langsam, aber sicher zurück. Also von der Atmosphäre ist das noch ein bisschen mau im Augenblick. Das muss sich steigern. Ja, da ist sie kompromisslos, das finde ich auch gut. Das ist ihr Stil. Und Barbara Rittner hat im Vorfeld gesagt, Julia Görges soll ihren Stil abliefern, nicht zu viel damit beschäftigen, was die Gegnerin macht. Klar, beim Aufschlag schon eine Variation finden und auch ein bisschen häufiger über die Rückhand gehen, aber beim eigenen Spiel bleiben. Beide den Tennisplatz sehr, sehr gut vermessen und Pauline Parmentier sehr aufmerksam diesmal. Eine, die sich auch sehr, sehr gut bewegen kann. Macht kurze kleine Schritte, steht häufig gut zum Ball und realisiert dann auch das 1-2, um erstmal hineinzufinden in diese Begegnung
Sie hat ja auch bis dann erst einmal für ihr Land spielen dürfen, und zwar zu Beginn des Jahres, erste Runde, aus 1:4 zu Hause gegen die USA, hat zwei Einzel dort gespielt. Das Entscheidende gegen Oda am ersten Tag verloren, am letzten Tag dann, da stand schon 3-0 für die Amerikanerin, da hat sie dann das vierte Einzel gespielt, das gewonnen. Von daher also eine Bilanz, die nicht dazu angeregt oder angetan war, dass Parmentier hier aufgestellt wird. Darum waren wir auch alle gestern sehr, sehr überrascht nach der Entscheidung von Nicolas Escudé. Die Entscheidung für Görges hat eben Wittmann getroffen nach der Niederlage von Malek, wo sie viel Kraft gelassen hat, eben nicht nur körperlich, sondern eben auch viel vom Kopf. Und Escudé war mit der Leistung zufrieden, so hat er es gesagt. Es gibt keinen Grund, sie aus dem Team zu nehmen. Sie hat mich nicht enttäuscht. Petkovic war zu gut an dem Tag. Das muss man dann eben auch anerkennen, das hat er getan, hat das realisiert, hat das seiner Spielerin auch in der Analyse mit auf den Weg gegeben. Das wäre auch eine bittere Pille gewesen. Darfst du einzuspielen, am nächsten Tag bist du wieder draußen. Ob sich das auszahlt? Das sind spätestens in 2 Stunden. Seite, aber zum einen der Ball von Parmentier sehr schnell, zum zweiten kriegt Görges den Schläger nicht mehr vor den Körper. Hatte den Ball zuvor ein bisschen verschlafen, weil die Französin ihn die Vorhand unsauber getroffen hat, dadurch wurde diese Vorhand sehr kurz. Also es gilt wirklich in jeder Sekunde da sehr aufmerksam zu sein. Weil es das Ass ist, sondern weil sie die Gegnerin ausschaut. Sie hat bislang kein Gefühl für den Ausschlag. Welche Richtung? Achten Sie auf die Französin, wohin die geht. Und tschüss. Und auch das ist wichtig beim Ausschlag. Ruhig die starke Seite anspielen. Das ist ja nun mal die Vorhand. Ja, jetzt die Führung für Julia Görges. Nimmt das Break nach wie vor mit aus dem ersten Spiel in diesem Match. Ein Satzgewinn würde gut tun. Und die 21-Jährige auf einem guten Weg. Ja, die wischt sie gut weg, weil sie
die Griffhaltung dafür hat, unter solche Bälle zu kommen. Auch der Aufschlag wunderbar in den Körper gespielt. Görg ist dadurch zu kurz und dann das konsequente Nachsetzen. Zum ersten Mal richtig überzeugend. Zu Beginn abgegeben, das zweite Aufschlagspiel zwei- oder dreimal über Einstand und nun zu null. Auch das sind ja immer dann so kleine Schritte in eine Begegnung hinein, jetzt nach 20 Minuten, wo sie eben mit dem Break hinten liegt. Aber das ist alles korrigierbar, wenn sie die Ruhe behält, zu ihrem Spiel finden kann. Die 24-Jährige, die sehr, sehr gerne in der Mannschaft spielt, auch in der Jugendzeit. Dort auch in der Regel sehr erfolgreich. Ist gar nicht so mag, allein unterwegs zu sein, aber als Tennisspieler bist du eben allein unterwegs. Da hast du dein Team, aber allein auch auf dem Platz unterwegs. Das ist der Entscheidende und das mag ich irgendwie gar nicht. Nach eigener Aussage. Sehr erstaunlich. Julia Görges, sich entschieden, Profi zu werden. 2007 hat sie schon fünfmal im Hauptfeld gespielt und gleich mal ein Halbfinale von Stockholm hingelegt. Bei den US Open schon dabei, fiel aber da in der ersten Runde raus, hat dann 2008 ein Halbfinale in Portorož, Slowenien nachgelegt. Mit ein schönes kleines Städtchen direkt an der Adria gelegen. Ein Doppeltitel folgte in Portorož, ein Doppelfinale in Istanbul, dort mit der Schweizerin Patti Schnieder. Eine Spielerin mit unglaublichem Potenzial. Frage ist, ist es abrufbar? Lieblingswort über einen längeren Zeitraum, sprich Konstanz. Und ihre Geste. Noch einmal Erster. Der Versuch zu intervenieren, gucken wir hin, warum, weswegen. Weil Ritt natürlich sagt, das wäre ein direkter Punktgewinn gewesen. Ein paar Montier, die Franzosen würden dann argumentieren, naja, und so sagt es auch der Schiedsrichter. Die ist ja durch den Aufruf irritiert worden. Ob sie rangekommen wäre, ist in dem Fall dann leider bedeutungslos. Bleibt konsequent bei der Linie, geht das Risiko, sucht das Risiko, sucht die Linie. Zu viel Risiko.
Wieder eine Breakchance für die Französin. Die hatte ja schon drei gleich im ersten Aufschlagspiel von Görges. Da konnte die Deutsche aus der Situation herauskommen. Ein guter Angriffsball und Parmentier ist mit der starken Vorhand da. Alles wieder offen in diesem ersten Satz nach Break zum 1-0 Görges. Nun das Rebreak zum 3-beide. Minuten absolviert in dem letzten Einzel zwischen Deutschland und Frankreich. Playoff hier in Frankfurt. Gehen die Bälle durch, stehen wir alle auf den Tischen, aber in dieser Phase, wo sie den Aufschlag gerade abgegeben hat und wo jetzt viele Bälle dort landen, wo sie nicht hingehören, sprich im Netz, wäre ein bisschen mehr Sicherheit angebracht. Frage, ob sie das leisten kann. Parmentier muss immer mit wenig machen, weil die Fehlerquote zu hoch ist bei Görges und dann können die Französin sich dort entspannen. Drehung in diesem letzten Einzel. Parmentier zum ersten Mal vorn. Lag hier 1-3 zurück. Die letzten drei Spiele also an die Französin. Und das ist ein Zeichen für Görges und Rittner, dort entgegenzusteuern. Das kann selbstverständlich und sollte so nicht weitergehen. Aber da muss die 21-Jährige einen Mittelweg finden zwischen dem mit der totalen Offensive und dem Risiko, auf die Bälle zu gehen und eben ein bisschen zurückzunehmen auf Kosten der Sicherheit. Denn bislang, ich glaube, dreimal den Ball hintereinander ins Feld gespielt sie noch nicht. Jetzt mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber das ist genau das Grundproblem. Da ist jetzt Barbara Rettner absolut gefordert, aber die Psychologin mit der Erfahrung auch das Spiel gut zu analysieren, was sie selbstverständlich einwandfrei kann. Aber das eben mitzugeben, und da sehen Sie das berühmte Taschentuch in dieser Woche, fehlt es
Eben nicht, leider. Aber sie ist fit, sie ist auskuriert. Ansonsten würde der Kapitän sie gar nicht spielen lassen. Vierer-Führung auf Amontier zum ersten Mal vorn. Und jetzt ist die 21-jährige Deutsche gefragt, gefordert. Ist prima hineingekommen in dieses Einzel-Luckbreak vorn. Hat das bestätigen können, führte 3-1. Aber dieses Aufschlagspiel, das muss sie halten, damit sie drin bleibt. Und gut, dass die deutschen Damen dort auch aufstehen und versuchen, die Zuschauer ein bisschen so aus der sonntaglichen Nachmittagszeit aus der Lethargie zu holen. Es ist zu verhalten hier. Schön ausgeschaut, da war die Französin wieder auf dem Weg in die Mitte. Erstaunlich. Görges fängt an, hat 0-15, ist im Negativtrend nach wie vor drin und dann kommt die Französin und produziert die Fehler. Unerklärlich. Aber gut. Hat ja auch diese Zahl 95 in der Weltrangliste seine Berechtigung und die kommt nicht zustande, weil die Pamontier überragend spielt, sondern weil die Saison eben wie eine Achterbahn läuft. Rauf und runter. Genauso wie bislang dieser erste Satz. Er ist auch schwer im Return für Julia Görges, auch von der Griffhaltung her, auf diesen Slice dort etwas zu machen, wenn sie zu spät dran ist. Wenn sie den Ball nicht mehr einwickeln, keinen Spin.
14, 30, 15, 30. Schlag ist die Rückhand. Die zu massieren, zu bearbeiten, bedeutet aber auch Konstanz im Spiel von Julia Görges. Und die haben wir bislang wenig gesehen. Hier bleibt sie mal geduldig. Geht eben nicht gleich beim ersten oder zweiten Schlag auf den direkten Punkt hin. Das meinte ich mit dieser Mixtur zwischen Geduld, Risiko, Bereitschaft, den Punkt machen zu wollen. Papi hatte 40-15. Fantastisch. Also aus der Rückhandecke, Tennisfachsprache, dann das Inside auszuspielen mit der Vorhand gegen die Rückhand. Hier haben wir das. Der schnelle Seitwärts rückwärts bewegen und dann den Ball oben zu nehmen und da Druck zu machen. Das ist ein verdammt langer Weg, aus dieser Position die Rückhand zu finden. Kompliment. Schwierig gegen die Sonne. Aber sehr konsequent. Und hier bleibt vorne. 5-4 für die Französin. Bekommt den Vorteil sehr schnell durch einen guten Aufschlag. Hier spielt sie fast den zweiten noch effektiver, mit mehr Geschwindigkeit, mit mehr Risiko als den ersten. Versucht dann auch den Weg ab und zu mal nach vorn. Hat ja schon auf der Tour 2 Siege einfahren können. 07 Taschkent, 2008 dann Bad Gastein. Auch auf der kleineren, auf der ITF. 2 Einzeltitel, 4-mal im Doppel erfolgreich. Also das möchte sie selbstverständlich erreichen. Klar, die auf der ITF auch ihre Turniere gehabt. Schaut gerade nochmal nach, sogar ja, unweit der Heimat in Wahlstedt 2006. Dort mal ein Turnier gewonnen im Doppel. Genau, mal im Süden von Deutschland in Ismaning, damals mit Barrois. Also
Es geht darum, auf der Einzeltour in der Konkurrenz dort über einen längeren Zeitraum die Konstanz abzurufen. Klar ist das schwierig für eine 21-Jährige, weil es eben viele gute Spielerinnen und Talente auf der Tour gibt. Aber die Frage ist immer, wer kann es letztendlich über den besagten Zeitraum auch spielen? So langsam wird das kritisch. 4-5, 15-30. Gut, Tempo rausgenommen am Aufschlag. Variante gespielt. Darf sie nicht machen. Darf das Spiel nicht aus der Hand geben, indem sie einen weichen, hohen Ball mit zu wenig Länge auf die Vorhand, auf die starke Vorhand der Französin spielt. Die macht sofort Druck, indem sie noch mehr Topspin den Ball mitgibt. Und schon ist der Satzball da. Ganz, ganz wichtig. Nicht, weil es jetzt zum 5 geht, sondern wichtig für den Spieler, für die Spielerin Julia Görges. Denn kriegst du hier den Satz abgekauft mit 4-6 aus ihrer Sicht, dann glaube ich, wird es ganz schwer, dort zurückzukommen. Und auch hier wieder der taktische Aufschlag, der Kick auf die Rückhand. Sondern dagegen zu halten, auch in den Stresssituationen. Sie lag schön vorne mit 3-1 mit dem Break. Das hat er nicht halten können. Jetzt den Satzball abgewehrt. Das ist gut so.
ist da, das ist klar. Eine fehlt noch, das ist Andrea Petkovic, aber die hat natürlich einen Nachgang abzuliefern hier. Bedeutet die Presse, danach auch noch die Regenerationsphase, bevor sie dann zum Team zustößt und runterkommt und sich dort unten platziert. Balance im Schlag. Entsprechend gut gekleidet und auch deutlich sichtbar, für wen diese junge Dame ist. Aber das Publikum muss dort mehr machen. Das war bei Petkovic euphorischer. Da ist das Spiel auch ein anderes hier. Sicherlich von den Ballwechseln nicht so hochklassig. Aber da muss mehr Unterstützung kommen. Mit weniger Stress, die Aufschlagspiele der Französin. 6-5 die Führung für die Französin. 46 Minuten absolviert in diesem ersten Satz. Nur zwei Aufschlagverluste. Und die Dörfer ist natürlich mit dieser Aufgabe jetzt wieder nachlaufen zu müssen, um in den Tiebreak zu kommen. Montier im Moment nicht wirklich gefordert. Wie kann man sie fordern? Wie kannst du sie unter Druck stellen? Viel über die Rückhand. Auch den kurzen einstreuen, aber das ist genau das Problem im Spielsystem Julia Görges. Die ist es gewohnt, die Bälle mit viel Druck von der Grundlinie zu verteilen, rechts wie links. Und da ist dann der kurze Ball einfach nicht im Repertoire vorgesehen. Da wird auch wenig trainiert. Also da ist noch Luft nach oben im spielerischen Bereich, dort das ein bisschen auf eine breitere Basis zu stellen. Und Sascha Nensel ist dort ja auch ein Fachmann, der das sicherlich machen kann. SQD wird da viel Mut zusprechen. Seiner eine Spielerin, die das bislang hier gut gelöst hat, hat das verarbeitet, dass sie mit Break hinten lag. Und der ist wirklich auch einer, der sich natürlich auskennt, der die Situationen kennt, der das prima analysieren kann, der weiß, auf welche Bälle welcher Schlag der richtige ist. Das ist von der Bank her bei beiden wirklich hochkarätig besetzt. Und die SPD lebt es auch, ist da voll drin in diesem Team. Einfach ist, wenn du so eine Spitzenspielerin hast wie Rezai und eine Bartoli spielt ja seit Jahren nicht, die ist die 13 der Welt, eine Rasano fehlt, die ist die 40. 40? 41. Görges bei 5-6. Schön, da ist sie auch. Mittlerweile da. Zwei Punkte eingesammelt für Deutschland. Gut, gut. Tempo raus, mehr Winkel, mehr auf Sicherheit. Genau das, was ich fordere, was ich sehen möchte. Amontier muss da mit Unterschnitt ran. Also wenn es funktioniert, wie gesagt, bin ich auch begeistert. Bislang zu selten.
in der Art, in der Darstellung, wie sie spielt, auch vom Aussehen schon sehr an Anna Ivanovic. Doch hoffe ich diesen Vergleich hören müssen. Sie kennen dann die Antworten dieser Spielerinnen, die sagen, nein, ich bin Julia, Nachname Görges. Anna-Maria Sharapova, da war auch immer schnell der Vergleich hergeholt mit Anna Kournikova. Den sehe ich gut. Ja. Fünftes Ass von Görges. Prima gelöst, diese Stresssituation. Für der Tiebreak bringt die Entscheidung in diesem ersten Satz. Apropos Maria Sharapova und Görges, da gibt es auch einen interessanten Zusammenhang. Machen wir gleich mal in der Pause. Der Französin 1-0 die Führung im Tiebreak. Dass sie hier den Punkt macht, ist nicht der Verdienst von ihr selbst in erster Linie, sondern weil Parmentier das liegen lässt. Dieser zweite Aufschlag, der war hineingeworfen, der hatte keine Länge, keine Geschwindigkeit, ganz kurz ins Netz gespielt. Da hat Görges gewackelt. Dass sie dann kämpft und beißt, das ist gut. 2-1 Führung. Doppelfehler. Der zweite bei Montier 1-3. Zum ersten Mal gibt eine Aufschlägerin einen Punkt weg. Görges mit dem Verlust beim Aufschlag. Drei beide, alles in der Richtung, in der Reihe. Auch hier die 3-1-Führung für die Deutsche, genauso wie im regulären Verlauf im ersten Satz. Auch das hat sie nicht halten können, nicht mitnehmen können, diesen Vorteil. Schauen wir mal, wie das jetzt hier im Tiebreak verläuft. Der französische Fanclub. Das Wetter hat sich ein bisschen verändert, ist bewölkter geworden, ist mehr Wind gekommen.
auch auf dem Platz ein bisschen bemerkbar. Da haben wir das Bild. Vielen Dank an unseren Regisseur Martin Wangelin und seiner Crew, die uns hier die Bilder einfängt und ihnen das so präsentiert, dass sie verwöhnt werden. Drei beide. Schlafen. Zu spät dran. Wieder dieser harmlose Zweite. Görges gibt beide weg nach 3-1-Führung. Liegt sie jetzt 3-4 zurück. Und die Französin kann sich Ersatzbälle holen, hält sie beide aufstecken. Hier, da ist sie viel zu spät dran. Im Unterschnitt bleibt der Ball flach. Da muss sie einen Schritt schneller in den Platz gehen. Vierter Punkt hintereinander für die Französin. Da war der Schiedsrichter ein bisschen schnell. Der wollte nämlich sagen, Spiel und Satz für Frankreich. Aber es steht erst 6-3 für die Franzosen. Sprich für Parmentier, die jetzt sich dreimal den Satzball rausgearbeitet hat. Ja, das muss beide Aufschläge durchbringen. Das ist völlig klar. Jetzt ist der Satz weg. Führte 3-1 im Tiebreak. Kann sie spielen, muss sie nicht spielen, aber wer viele Satzbälle hat, geht das Risiko ein. Sehr verwegen. Satz ist weg. Zu viele vermeidbare Fehler auf der Seite von Julia Görges und Parmentier. Da sie mehr Topspin spielt, sich mehr Sicherheit in den Schlägen gibt, die kann da wunderbar ihren Nutzen raus erziehen. Lag im regulären Satz. 1-3 zurück, 1-3 im Tiebreak. Aber am Ende macht sie das Spiel und den ersten Satz und gewinnt damit den ersten Satz auch an diesem Wochenende hier in Deutschland, nachdem sie ja im ersten Einzel in zwei Sätzen gegen Petkovic, da war sie wirklich chancenlos, obwohl sie gut gespielt hat, aber da war die Deutsche eindeutig besser und stärker. Und jetzt ist Barbara Wittner gefragt und gefordert, die 21-Jährige dort neu zu justieren, einzustellen, ihr den Glauben zurückzugeben an das eigene Spiel, an die eigene Stärke. Wir werden da nicht allzu viele Varianten sehen und erleben können, das ist völlig klar. Denn eine Julia Görges wird jetzt nicht komplett ihr Spiel umstellen können. Das, was wir auch im Vorlauf auf diese Spiele heute analysiert haben, dass Anne Petkovic nicht den Stil von Anna Malek gegen Rezaj an den Tag legen kann, ist völlig klar. Sie hat es mit ihren eigenen Stärken so gebogen, dass sie es gewonnen hat. Und da sehen Sie diese intensive Ansprache von Nicolas Escudé. Ist ein Garant dafür, dass Rezaj gestern gewonnen hat und ich denke auch heute, dass Parmentier zurückgekommen ist bei 1-3. Und für Görges natürlich ein Dämpfer. So toll in diesen Satz gekommen mit dieser 3-1-Führung mit Break. Sein. Das Publikum im Augenblick, wie gesagt, ich habe das angesprochen, auch dieser Träge daherkommt und natürlich viel Energie vielleicht auch verbraucht hat.
bei der Begegnung von Petkovic, aber die sind jetzt gefragt, um eine junge Spielerin zu unterstützen. Interessant, da diskutiert der SQD mit dem belgischen Schiedsrichter, wer hier beginnen darf im zweiten. Parmentier beginnt den Tiebreak, also sollte Görges anfangen, aber Parmentier hat die Bälle und das ist falsch. Ja, sehr gut. SQD hat das nämlich realisiert. Die Bälle waren auf der falschen Seite. Er hat überhaupt nicht mehr auf dem Zettel, auf dem Schirm, hat sich dann nach hinten umgedreht und hat versucht, mit Jane Harvey und Alison Lang zu sprechen. Das ist keine souveräne Vorstellung. Muss er mal kräftig durchpusten. Und der französische Teamkapitän hat das richtig auf dem Radar gehabt und hat den Schiedsrichter darauf hingewiesen, dass sie beginnt. Warum nicht? Den Schläger wechseln, grundsätzlich alle von der Beseitigung in einer ähnlichen Stärke. Aber es gibt eben dann doch die Variationen nach oben und nach unten. Im halben Kilopond hängt ja auch immer von der Witterung ab. Je heißer, desto härter muss gestand werden. Und der Wind macht den Platz schneller. Vielleicht hilft das neue Racket. Drei Fehler, Görges, 0,40. Im Augenblick habe ich ein bisschen Sorge um die 21-Jährige. Diesen ersten Satz, der eng war, der lang war, verloren. Und es geht leider gleich negativ los im zweiten. Zu viele Fehler. Görges gibt zu null ab. Das ist dann eben dieses, ich bin noch nicht damit durch mit diesem ersten Satz, den ich ja, in dem ich geführt habe, in dem ich im Tiebreak geführt habe. Und dann das zu verarbeiten in dieser Drucksituation, auch hier zu spät hineingerutscht, oben am Rahmen ein bisschen getroffen und schon geht dieser Ball wieder weit ins Aus. Und ein Aufschlagspiel abzugeben, das kann ja passieren. Aber zu null, zu Beginn eines neuen, das ist schwierig, tut weh. Wahrscheinlich wird das Doppel entscheiden müssen hier am Sonntag im Tennisclub Palmgarten in Frankfurt. Und da bin ich dann auf die Option gespannt, die Rittner zieht. Weil Görges Barrois wird es nicht geben, das ist klar. Fünfter Fehler hintereinander. Fünfter Fehler.
spät dran, aber der Ball ist gut. Und ich äußere jetzt mal eine eine Vermutung. Ich spekuliere mal, weil ich ja auch am Rand sehe, wer dort noch sitzt beim deutschen Team. Da sind noch einige da, aber es sind zwei weg, die für mich doppelt spielen. Sollte Görges hier dieses Einzel verlieren. Es fehlen Barois und Petkovic. Das klären die beiden untereinander. Die haben sich da gegenseitig die Punkte verteilt und gegeben. Zu Recht. Und bei den Franzosen, die rechnen ja auch damit, dass ihre Spielerin das jetzt hier ruckzuck in zwei Sätzen gewinnt. Die haben auch das Doppel weggeschickt, was vorgesehen worden ist, weil an der Seite fehlen Cornet und Coin. Parmentier bestätigt zum 2-0. Geht im Augenblick zu schnell aus der Sicht von Julia Görges, dass sie die Spiele, die Punkte weggibt. Hätte sicherlich ein besseres Gefühl, wenn sie dort über Einstand gehen würde, zwei, dreimal. Wenn man dann das Return-Spiel abgibt, okay, kann ja passieren. Aber es ist zu glatt, zu 15, zu 30 oder zu 0. Das ist nicht gut. Im Augenblick klarer Vorteil bei der 24-Jährigen aus Paris. Völlig von der Rolle. Packt die Bälle unten ins Netz. Unzufrieden über die eigene Leistung. Und dann will sie zu viel, zu schnell. Da ist der Rhythmus nicht da. Keine gute Vorbereitung. Muss sich zusammenreißen.
der geht nicht. Den muss sie auf Sicherheit zurückspielen. Auch beim Ball zuvor hat sie schon viel Glück gehabt. Der war wirklich sehr, sehr knapp, wurde aber gut gegeben. Und zwar der hier. Die Gefahr besteht, hier ruckzuck den Anschluss im zweiten zu verlieren. Den Breakball für die Französin. Wenn die auf 3-0 weggeht und dabei Görges zweimal den Aufschlag abgenommen hat, sehe ich im Augenblick von der spielerischen Anlage bei der Deutschen kaum eine Chance, das hier zu drehen. Mal versucht den Schuss aus der Ecke der Französin. Görges wehrt den Breakball ab und holt sich das erste Spiel im zweiten Satz. Vielleicht ein kleiner Anfang noch einmal. Da sagt sich Parmentier, ich bin so weit draußen. Wenn ich den nur reinspiele, kriege ich ihn gleich um die Ohren. Also der Versuch, dort die Linie zu finden. Und damit hätte sie auch die Deutsche überrascht. Aber so ist 1-2. Ich bin nur eine kleine Geschichte schuldig zwischen Görges und Görges oder im Zusammenhang Görges mit Maria Scharapova. Die hat Anfang des Jahres von der Russin eine Tasche mit Klamotten bekommen, und zwar Freizeitbekleidung von Cole Ham, für die Scharapova auch ein bisschen Kollektion entworfen hat, und sie soll für diesen Ausrüster im Freizeitbereich auch die Sachen tragen und eben von Nike mit einem Zettel da drin: Danke, dass du die Sachen trägst. Gruß Maria. Und Julia Görges war da ein bisschen überrascht und sagt, das kann doch gar nichts wahr sein, dass mich die große Maria ausgesucht hat, quasi so als Privatmodel deren Sachen zu tragen. Fühlte sich mehr oder weniger groß und sehr geehrt. Und mit diesen neuen Sachen gab es dann auch gleich ein Fotoshooting in Melbourne beim ersten Grand Slam Turnier des Jahres. Und sie sagt, macht Spaß, diese Sachen tragen zu dürfen. Eine große Ehre für mich. Da wird also eine große Maria Scharapova auf eine Julia Görges aufmerksam. Die muss das jetzt mit Leistung zurückzahlen, in dem Fall an diesem Wochenende für Deutschland, für ihr Land. Nichts verloren. Zwar Break hinten, ist korrigierbar, haben wir gesehen, hat Parmentier im ersten Satz auch geschafft, warum nicht die Deutsche im zweiten? Sehr gute Qualität.
Lässt den neuen den Slice weg, Parmentier, sondern geht glatt durch die Mitte oder über außen. Viermal der erste, viermal der Punkt, ein Aufschlagspiel geht zu null. Und das meine ich, das geht zu schnell weg. Klar ist es schwierig, an die Welle zu kommen, aber da muss ich dann beweglicher sein. Ein bisschen mehr auf den Fußspitzen arbeiten. Zum ersten Mal nach sehr, sehr langer Zeit mit System, mit Übersicht diesen Punkt herausgespielt. Aber auch nicht zu viel Risiko drin. Der Ball nicht genau an die Linie gespielt. Das ist gut. Da geht sie an die Linie, aber er passt. Gut. Ein entspanntes Aufschlagspiel. Zuletzt hatte sie den Breakball gegen sich, einmal abgegeben. Das ist gut, das ist wichtig. Das sind diese kleinen Schritte, von denen ich immer spreche, herauszukommen aus dieser Krise, die sie natürlich hat. Nach dem verlorenen ersten Satz und gleich zu Beginn des zweiten den Aufschlag abgegeben zu haben. Wird kommende Woche ganz regulär wieder im Turniergeschäft auftauchen als Einzelspielerin, um die Karriere zu forcieren. Hat vom Turnier in Stuttgart, von Heinz Günther, vom Turnierdirektor, eine Wildcard erhalten für dieses hochklassig besetzte Damenturnier Porsche Cup in der Halle auf Sand. Und zwar der Belag, der auch in Paris gespielt wird, der ist dort verlegt worden. Die Linien werden dort auch nicht wie hier aufgeklebt, sondern gemalt, damit genau die Verhältnisse da sind wie in Paris. Ansonsten würden die Topspielerinnen wahrscheinlich nicht kommen. Auf der anderen Seite mögen die Spielerinnen dieses Turnier, weil die Wege kurz und klein sind. Die gehen durch eine Tiefgarage vom Hotel rüber zur Halle im Fußweg. Also das braucht geschlendert 2,30 im schnellen, normalen Schritt eine Minute. Das ist sehr, sehr angenehm. Zudem wird den Spielern dort sehr viel geboten. Die bekommen vom Turnier Autos zur Verfügung gestellt, mal ein bisschen durch die Gegend fahren zu können. Also sehr angenehm. Und sie hat in der ersten Runde mit einer Wildcard ausgestattet eine recht prominente in der Auslosung heute erhalten, eine Justine Hénin. Andrea Petkovic ist dort auch am Start und die bekommt es mit der Ungarin Agnes Chavay zu tun. Love 15. 15 over.
Antwort war gut. Die Vorhand Crosscourt gespielt. Etwas kürzer gehalten. Also die Leistung von gestern absolut wiederholt, sogar in der Sicherheit in den Schlägen noch einen draufgelegt, die Französin. Schade. Bin mir nicht sicher. Böttner guckt auch sofort hin und bittet auch Gauthier dort nachzuschauen. Ball war draußen. Klasse, tolle Vorhand, tolle Bewegung. 4:2. Vorgebens bitte. Turn zu kurz und dann den guten Winkel gefunden, in die Laufrichtung gespielt, alles richtig gemacht. Dann haben unsere beiden Fans, die wir Ihnen in der Pause kurz vorgestellt haben, die natürlich hier auch mit großer Begeisterung dabei sind, an einem Wochenende Tennisse zu sehen. Und vielleicht sind Sie schon kleine Tennisspieler oder Sie werden es hier nach. Bei mir der französische Kommentator durchs Fenster hinein und freut sich schon und sagt sich, zeigt es an, zwei beide, freuen wir uns aufs Doppel. Warten ab, Freund, wir halten dagegen. Versucht es Görges mal mit einer anderen Variante, dem Tempo raus, die Rückhand sehr solide, sehr ruhig gespielt, aber ohne Länge. Und da ist die Französin ganz schnell auf den Beinen, umläuft und holt sich die Breakchance. Jetzt kann sie alles klar machen. Noch einmal das Umlaufen, holt sich das auf das Spiel zu 0, genauso wie zu Beginn im zweiten, führt 7-6 und 5-2. Es war, ich will nicht sagen, fast normal nach diesem Verlauf des ersten Satzes. Wer den gewinnt, der hat eben den entscheidenden Vorteil, auch vom Kopf her, für den zweiten. Und diesen Vorteil hat die Französin jetzt ausspielen können. Holt sich von Görges zum zweiten Mal den Aufschlag zu 0 und führt damit mit 5-2. Und ich denke, das wird die 21-Jährige aus Bad Oldesloe nicht mehr drehen können. Schade, in ihrem zweiten Auftritt nach 2008, damals wie gesagt in Kalifornien gegen die USA beim 1-4, verlor sie gegen Davenport 1-6, 2-6. Nun der zweite Auftritt
im wichtigen Playoff-Spiel. Ich finde es gut, dass Barbara Rittner ihr das Vertrauen gegeben hat. Sie hat es versucht, dort etwas auf dieser Position zu verändern, nach dem kräfteraubenden Einsatz von Tatjana Malik gegen Rezai vom Tag zuvor. Aber die 21-jährige Julia Görges wird erkennen, dass das eben doch ein ganz anderes Paar Schuhe ist. Regulär im Einzel auf der WTA-Tour unterwegs zu sein oder eben im Fed Cup in der Mannschaft für dein Land in einem Playoff-Spiel, wo es darum geht, sich für die Weltgruppe im nächsten Jahr zu qualifizieren. Für Parmentier sicherlich eine Genugtuung, wenn sie das jetzt hier gleich dicht macht, dass sie das Vertrauen von Nicolas Escudé hat rechtfertigen können und hat die Leistung noch mal ein bisschen steigern können im Vergleich zu Petkovic. Aber wir müssen das ja auch wieder ein bisschen einsortieren. Sie stand lange nicht so unter Druck von Görges wie gestern gegen Petkovic. Mal nachgeschaut, aber der war nichts. Mit Tempo über außen. Auch da in diesem Bereich hat sie klare Vorteile im Aufschlag. Auf Görges, wie die sich entscheidet. Die erwartet den Aufschlag durch die Mitte. Und dann ist der Weg eben mit den kurzen kleinen Schritten, die sie dann nicht machen kann, auch aufgrund ihrer Länge von 1,80, ist sie dann zu spät am Ball. Gut. Breakchance. Die allererste von Görges in Satz Nummer 2. Der gute Erste. Das Slice nach außen hat eine prima Länge und dann eben die Optionen, wenn du das Feld geöffnet hast. Jetzt mal gegen die Laufrichtung. Matchball für Parmentier. Eine Stunde 30 gespielt. Yes.
zweiter Breakball. Gut. Görges stellt Parmentier vor eine Aufgabe. Der Matchball nach 90 Minuten ist abgewehrt. Und die Deutsche bleibt erstmal in diesem zweiten Satz vertreten und kann den Druck erhöhen. Dafür braucht sie aber einen Aufschlag gewinnen und nicht einen Aufschlag wie zuletzt, als sie zu 0 abgab. Risiko. Parmentier bekommt Matchball Nummer 2, den ersten im Return-Spiel. Respekt. Sie hängt sich rein und erhöht den Druck auf die Gegnerin. Hält das Aufschlagspiel, kann verkürzen auf 4:5. Die eine Matchball abgewehrt, zuvor einmal den Matchball abgewehrt, also nervenstark. Und da bin ich dann gleich mal gespannt, wie
Pauline Parmentier das handeln wird. Den Ball 5 zu servieren zum Matchgewinn ist deutlich einfacher als bei 5-4, zumal Daniel im Nachgang weiß, dass sie da schon einmal versammelt hat. Daran liegt die Chance für Görges, dass Parmentier zu viel nachdenkt und damit festet, verkrampft und Görges diese Chance möglicherweise nutzen kann. Zumindest mal auf 5-5 heranzukommen, dann ist ja noch nichts gewonnen. Aber die Möglichkeit wäre dann wieder gegeben, eventuell doch noch diesen zweiten Satz zu gewinnen. Ich war davon ausgegangen bei 5-2, dass das Ende ist aus der Sicht von Görges, weil sie spielerisch da einfach zu wenig zu bieten hat. Das ist die deutsche Seite, wie gesagt, Petkovic und Barrois fehlen schon eine gewisse Zeit. Auf der anderen Seite eben und Alizé Corné, was darauf hindeutet, dass die dann alle vier hier auftauchen würden in einem Doppel. Aber so weit sind wir noch nicht. Die Frage ist ja auch noch, welche Bedeutung erhält dieses Doppel? Nummer 4, das zweite im zweiten Satz und damit deutlich besser in diesem Aufschlagspiel unterwegs als zuletzt. Bewegt für diese Vorhand, da steht sie nicht gut. Es folgen die Matchbälle 3, 4 und 5. Eine Stunde 39. Auf die Linie. Görges umläuft und macht symptomatisch den Fehler. Das Spiel ist durch. Pauline Parmentier gewinnt es in 2 Sätzen mit 7-6 und 6-4 und schafft damit im Vergleich Relegation hier in Frankfurt. Das 2-2. Toll aus Sicht der Französin. Kompliment auch an Nicolas Escudé, dass er das Vertrauen gehabt hat, nach wie vor auf diese Französin, auf seine Landsfrau zu setzen, auf die 24-Jährige. Görges wird natürlich enttäuscht, das ist völlig normal. Rettner ist sofort da, um Ihnen die wichtigen, tröstenden Worte zu sprechen. Wenn Sie das Spiel nicht gesehen haben und jemand Ihnen morgen sagt, naja, also Görges verliert gegen Parmentier 6-7, 4-6, wenn alle sagen, gut, enge Kiste hätte auch anders ausgehen können. Und da stimme ich zu. Der erste Satz, der war entscheidend für diesen weiteren Verlauf. Da war Görges vorn 3-1 im regulären Verlauf, mit dem Break im Tiebreak die 3-1 zu. Sie hat es leider nicht zu Ende bringen können und von daher zum zweiten Mal für Deutschland gespielt und leider auch zum zweiten Mal ein Einzel verloren. Rittner hat dort umgestellt, es hat sich jetzt letztendlich nicht ausgezahlt, aber alle Beteiligten sind im Nachgang immer schlauer. Und jetzt die Frage, wer wird doppelt spielen? Aber wie gesagt, dadurch, dass die vier Spielerinnen, die ich genannt habe, schon seit einer gewissen Zeit nicht mehr am Platz da sind, wie Corné und Coin, sowie Petkovic und Barrois, gehe ich fast davon aus, dass dies der Fall sein wird. Sie braucht Zuspruch, Trösten, Worte, damit es weitergehen kann für Julia Görges. Ab morgen beginnt schon Stuttgart.